Buffo-Zieleine, sonst habe ich gleich einen Frosch im Hals. Ganz ruhig, Ronan. Ist ein großer Wald da draußen. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Heute habe ich euch einen Animationsfilm mitgebracht. Epic Verborgenes Königreich. Heißt der Film, ist erst der zweite Animationsfilm dieses Jahr. Und in diesem Film geht es darum, dass die 17-jährige MK, das ist so das Coole für Mary Catherine, hat ihre Mutter verloren, zieht zu ihrem Vater. Und er ist so ein ganz verrückter Professor, der meint, im Wald eine kleine Mikrokosmoswelt entdeckt zu haben. Damit liegt er auch gar nicht falsch, denn dort leben die Leafmen. Das sind so ganz kleine Wesen, die sich darum kümmern, dass der Wald immer schön grün ist und dass alles super ist. Und der Gegenpart zu diesen Leafmen sind die Buggers. Und die wollen eben, dass alles zerstört wird, alles grau ist, alles verfault. Hier steht also wieder eine Welt in Gefahr. Und warum hat jetzt MK, also Mary Catherine, damit was zu tun? Durch einen dummen Zufall schrumpft sie nämlich in die Größe der Leafmen und muss jetzt eben nicht nur ihre große Welt, sondern auch die kleine Welt der Leafmen retten. Ja, die Welt muss wieder gerettet werden. Und damit ihr erstmal wisst, wie das Ganze aussieht, habt ihr hier einen kleinen Ausschnitt. Warum habt ihr sie hergebracht? Die letzten Worte der Königin waren, bring die Knospe zu Nimgalu. Hat sie sonst noch was gesagt? Konkrete Anweisungen? Ein Zettel oder so? Du sollst magisch sein? Magisch ist vielleicht übertrieben. Ich bin charismatisch. Von mir aus auch charmant. Weißt du, was mit der Knospe zu tun ist oder nicht? Ich hab keinen Schimmer. Aber ich weiß, wo ich nachsehen muss. Die Ringe des Wissens. Wird wirklich alles, was passiert, hier aufgezeichnet? Oh ja. Das auch? Ja. Und was ist damit? Ja. Und was ist damit? Und ab. Das müsste in dieser Schriftrolle stehen. Danke, Marty. Ihr wisst ja, ich bin großer Fan von Animationsfilmen, dementsprechend habe ich mich natürlich auch auf Epic gefreut. Ist übrigens von den Ice Age-Machern und ist alles sehr schön grün, ja, macht ja Sinn, spielt im Wald. Sieht wirklich fantastisch aus. Tolle Animationen, viele verschiedene Figuren, die da auch in dieser Welt irgendwo rumhüpfen, hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Die Menschen sehen ein bisschen künstlich aus, finde ich. Das ist nicht immer irgendwie ganz geil geworden. Aber viel wichtiger ist, dass die Animationen aus einem Guss sind und auch endlich mal wieder ein 3D-Film, wo sich das 3D wirklich lohnt. Da gibt es irgendwie so Szenen, wo dann die Kamera, also die fiktive Kamera, ist ja ein Animationsfilm, aber so in die Schlucht geht und man hat wirklich das Gefühl, man fällt mit. Das ist gut gelungen. Ich finde die grundsätzliche Idee des Films auch jetzt gar nicht so verkehrt, um nochmal so ein bisschen wieder das Gefühl für die Leute da draußen, die jetzt immer nur in der Stadt sind, mal wieder für ein bisschen Grün, für ein bisschen Wald, dass wir den brauchen, dass das alles wichtig ist zu bringen. Leider ist aber in dem kompletten Aufbau des Films so eine leichte Zielgruppenproblematik. Man merkt nämlich, dass alle sämtlichen Charaktere bzw. also jede Zielgruppe angesprochen werden soll. Da ist einmal die Königin, ja, da ist auch alles ein bisschen Glitzer für die Mädels. Es soll aber auch ein bisschen Krieg geben, ne, für die Jungs, alles ein bisschen düsterer. Die Erwachsenen sollen auch angesprochen werden, deswegen ist es an einigen Stellen extrem düster, wo man wieder sagt, das darf sich doch jetzt eigentlich kein Kind anschauen. Und es gibt auch verrückte Sidekicks wie eine Nacktschnecke und eine Weinbergschnecke. Es wird irgendwie alles in eine Form gepresst, dass es für alle was sein soll und am Ende ist es dann eher sowas etwas Halbgares geworden. Deswegen bin ich nicht ganz begeistert von diesem Film. Bei Animationsfilmen werden dann ja auch immer tolle Sprecher engagiert, die auch die deutsche Fassung sprechen sollen. In diesem Fall sind die Hauptrollen besetzt mit Josephine Preuß, ist ja eine aufstrebende deutsche Schauspielerin, und Raoul Richter. Die Nacktschnecken sprechen Oliver Welke und Oliver Kalkofe, wo man sagen muss, Oliver Kalkofe und Oliver Welke sind einfach für Synchronrollen wirklich top geeignet. Man merkt es gar nicht so richtig, dass sie es sind und sie sind auch sehr lustig, das funktioniert, sie können ihre Stimme gut verstellen. Derjenige, der seine Stimme gar nicht so gut verstellen kann, es aber auch nicht muss, ist Christoph Waltz. Er spricht nämlich hier den Bösewicht und das passt einfach wieder, wie die Faust aufs Auge, auch wenn ich das Gefühl habe, okay, sehe ich da jetzt doch so ein bisschen Django Unchained? Ich weiß nicht, nein, aber die Sprecher sind auch im Deutschen ziemlich gut ausgewählt worden. Im amerikanischen Original sprechen auch Leute wie Amanda Seyfried, Josh Hutcherson oder Beyoncé spielt die Königin. Weiß ich jetzt gar nicht, wer das bei uns war. Ist auf jeden Fall nicht so prominent besetzt. Das funktioniert, die Stimmen sind auf jeden Fall gut geworden, retten auch den ein oder anderen Gag durch die deutsche Übersetzung irgendwie hindurch. Alles in allem ist es ein durchschnittliches Filmabenteuer, vielleicht sogar überdurchschnittlich. Ein paar Mal habe ich mich amüsiert. 105 Minuten ist der Film lang. Ich glaube, man hätte gut und gerne 10 bis 15 Minuten kürzen können.
weil es sich dann wiederholt und man denkt so, ja kommt, jetzt rettet doch mal die Welt, ne? Wir wollen nur unser Happy End. Und jetzt sagt mir bitte in den Kommentaren nicht wieder, dass ich gespoilert habe, denn wer einen Animationsfilm für Kinder sich im Kino anschaut und nicht davon ausgeht, dass es ein Happy End gibt, ich glaube, die Leute, die das dann erwarten, wären dann eben wirklich sehr naiv. Nein, überdurchschnittliches Kino vielleicht, aber muss man sich nicht angucken. Ich warte weiterhin auf Monster Uni, der kommt ja im Juni und Epic, Verborgenes Königreich, trotzdem für euch jetzt im Kino. Wer soll sich Epic jetzt bei uns im Kino anschauen? Sind natürlich Freunde von Animationsfilmen im grundsätzlichen Sinne, denn es ist ja ein Animationsfilm, es sieht auch gut aus. Man darf jetzt nicht zu viel erwarten, gerade aber auch so die Zielgruppe ab 8 bis 10 Jahren sollte erst reingehen. Da komme ich auch direkt damit zu, wer sollte sich diesen Film nicht angucken. Sind Familien mit sehr kleinen Kindern oder wenn ihr Geschwister habt, also zu jung, würde ich da nicht mit reinnehmen, denn es ist schon an einigen Stellen echt düster geworden. Auch Leute, die sagen, ich mag, wenn ich Animationsfilme sehe, soll es so eine Perle sein, so ein Pixar-Film. Ich brauche ein richtig gutes Drehbuch und fantastische Gags. Die bekommt ihr hier eben nur an einigen Stellen und nicht überall. Und deswegen wäre das für euch dann eben kein guter Film. Meine persönliche Bewertung für Epic sind 6 von 10 Punkten. Das ist überdurchschnittliches Animationskino. Es ist gut animiert, sieht gut aus, auch das 3D funktioniert. Die Geschichte ist ein bisschen einfältig und eben die Gags sind jetzt nicht so häufig zu zählen. Aber insgesamt eben nettes Abenteuer kann man machen, kann man aber auch sein lassen. Deswegen ja 6 von 10 Punkten aus der Filmfabrik. Hat euch die Review zu Epic gefallen? Lasst mir noch den Daumen nach oben da, ansonsten den Daumen nach unten. Hier habt ihr noch eine Möglichkeit, euch eine andere Review von mir anzuschauen. Gerade jetzt, wo die Sommer-Blockbuster-Saison losgegangen ist, gibt es da ja eine Review nach der anderen. Also schaut mal rein. Wenn ihr mehr Infos haben wollt, kommt auch auf die Facebook-Seite oder kommt zu Twitter. Ansonsten für neue Reviews immer brav abonnieren. Und wenn ihr das schon getan habt, sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier in der Filmfabrik mit mir, dem Dominik.